Guten Tag und herzlich willkommen zur linearen Algebra 2. Wir machen einfach dort weiter, wo wir in der linearen Algebra 1 aufgehört haben, und das war Kapitel 5. Den ersten Abschnitt Eigenwerte und Eigenvektoren haben wir größtenteils gemacht. Und das Thema wird uns jetzt durch große Teile der linearen Algebra 2 weiterverfolgen. Ich werde deshalb nochmal eine ganz kurze Zusammenfassung und Wiederholung machen dessen, was wir vielleicht schon gemacht haben, und auch ein paar Dinge zusätzlich erzählen. Also nochmal zum Begriff des Eigenwertes und Eigenvektors. Dafür brauchen wir einen sogenannten Endomorphismus, also eine lineare Abbildung von einem Vektorraum V in sich selbst. Also das V muss ein K-Vektorraum sein, das K also ein Körper, und das Phi muss eine K-lineare Abbildung sein, sogenannter Endomorphismus. Und wenn wir dieses Setup haben, dann können wir definieren, was ein Eigenwert und ein Eigenvektor ist. Also ein Eigenwert ist eine Zahl Lambda, also ein Skalar aus dem Körper, für die es einen Vektor V gibt. Das darf nicht der Nullvektor sein, sodass Phi von V gleich Lambda mal V ist. Also dieser Vektor V wird durch Anwenden von Phi einfach nur mit diesem Skalar Lambda skaliert. Geometrisch bedeutet das, er wird nicht gedreht, dieser Vektor, oder sonst etwas getan, sondern er wird nur skaliert, er wird verlängert oder verkürzt. Wobei negative Skalierung, also Drehen in die andere Richtung, auch als Skalierung zählt hier. Okay, und damit das sinnvoll ist, darf der Vektor klein v natürlich nicht der Nullvektor sein, weil sonst würde hier links 0 stehen und hier würde rechts 0 stehen, und damit wäre jedes Lambda ein Eigenwert, und das wollen wir natürlich nicht. Also wenn wir dann einen solchen Eigenwert haben, dann nennen wir diese Vs dazu Eigenvektoren. Da normalerweise erlaubt man dann den Nullvektor durchaus auch als Eigenvektor. Nur für die Definition von Eigenwert muss es mindestens einen geben, der nicht Null ist. Dann würde man also die Menge aller Eigenvektoren zum Eigenwert Lambda, haben wir so bezeichnet, definieren als diejenigen Vs aus V, die eben genau diese Eigenschaft haben, dass sie durch Anwenden von Phi nur skaliert werden. Und das ist der sogenannte Eigenraum, die Menge aller Eigenvektoren, Eigenraum von Phi zum Eigenwert Lambda. Und der heißt deshalb Eigenraum, weil es ein Raum ist. Also wir haben uns schon überlegt, dieser Eigenraum, jeder dieser möglichen Eigenräume, ist ein Untervektorraum des Gesamtraums. Also Summen und skalare Vielfache von Eigenvektoren zu einem gegebenen Eigenwert sind wieder Eigenvektoren zu diesem gegebenen Eigenwert. So, und natürlich hilft einem das, diese lineare Abbildung viel besser zu verstehen. Wenn ich also weiß, sie hat viele Eigenwerte, die kenne ich vielleicht alle, und ich kenne die ganzen Eigenräume dazu, dann weiß ich schon sehr viel darüber, wie diese Abbildung eigentlich aussieht. Auf jedem Eigenraum ist sie sehr, sehr einfach, weil sie dort nur mit Lambda skaliert ist. Also sowas Ähnliches wie die Identität, bis auf diesen Faktor Lambda, aber mehr passiert dort nicht. Wenn ich also viele Eigenräume habe und viele Eigenwerte, dann weiß ich viel über die lineare Abbildung Phi. Deshalb ist es interessant, das zu untersuchen. Und dann haben wir uns ein bisschen damit beschäftigt, wie man das ausrechnet, aber noch nicht in voller Allgemeinheit, weil wir die Darstellungsmatrizen noch nicht hatten. Und das will ich jetzt nachholen. Das ist die Bemerkung 513. Sie hier auf der linken Seite sehen. Wie rechne ich denn eigentlich Eigenwerte aus? Naja, wenn ich ein abstraktes solches Phi gegeben habe, abstrakter Endomorphismus von V nach V, dann kann ich natürlich einerseits irgendwie durch schlaues Hinschauen versuchen, Eigenwerte zu finden, aber systematisch mache ich das, indem ich eine Darstellungsmatrix suche. Und da ist wichtig, dass ich im vorderen Raum und im hinteren Raum dieselbe Basis wähle. Das ist jetzt hier wichtig. Okay, also vorne und hinten wird dieselbe Basis gewählt, Vektoren V1 bis Vn, die bezeichne ich mit V Unterstrich, wie üblich. Und dann gehe ich über in die konkrete Situation zum K hoch. M, hier heißt es M, genau, indem ich diesen Isomorphismus verwende, der zu dem Phi gehört, also diese Phi und ein V oder Xi und ein V, je nachdem, ob ich von oben nach unten gehe. Und dann wissen wir, dass hier die Abbildung jetzt konkret wird, A, wobei A, also eigentlich, ich muss hier hinschreiben, μ A, hier auf diesem Level ist jetzt diese lineare Abbildung durch Multiplikation mit einer Matrix gegeben. Und dieses A, das nennen wir genau die Darstellungsmatrix zu diesen Basen von Phi. Und die erste Beobachtung, die wir jetzt machen, ist,
Ob ich jetzt hier oben die Eigenwerte berechne, die Eigenvektoren, oder hier unten, das läuft auf selbe hinaus. Und dafür ist es aber wirklich wichtig, dass ich vorne und hinten dieselbe Basis gewählt habe. Das müssen Sie sich merken. Man darf jetzt nicht mehr unabhängig voneinander vorne und hinten Basen wählen, wenn man aus der Darstellungsmatrix die Eigenwerte und Eigenvektoren ausrechnen möchte. Also ich behaupte jetzt zunächst mal, die Eigenwerte von Phi sind genau das gleiche wie die Eigenwerte von dieser Abbildung hier unten, μ a, die durch Multiplikation mit der Darstellungsmatrix gegeben ist. Und das kann man einfach nachrechnen. Das sehen Sie auf der linken Seite, das ist diese Rechnung. Also denken wir uns mal, nehmen wir mal an, wir haben einen Eigenwert von Phi. Nehmen wir mal an, Lambda ist ein Eigenwert von Phi. Und ein Vektor V oben ungleich 0 ist ein dazugehöriger Eigenvektor. Ich kürze das mit EV ab. Und das heißt ja nichts anderes, als dass Phi von V gleich Lambda mal V ist. Und jetzt übersetze ich das Ganze nach unten und behaupte, dass das Lambda dann auch ein Eigenwert von μ a sein muss. Und dass natürlich ein dazugehöriger Eigenvektor genau dadurch entsteht, indem ich dieses V, diesen Vektor V von hier oben nach hier unten abbilde. Also ich muss also ausrechnen, was passiert, wenn ich μ a loslasse auf Xi und ein V von V. Also die Abbildung von oben nach unten, die von oben nach unten geht, die einem Vektor seinen Koordinatenvektor zuordnet, die hatten wir Xi und ein V genannt. Ich nehme jetzt also meinen Vektor V von hier oben, bilde ihn nach unten ab. Dann habe ich hier dieses Xi von V und darauf wende ich jetzt diese Abbildung an. Das ist das genau, was hier steht. Jetzt wissen wir ja aber schon, wie wir das weiter berechnen können, weil wir wissen, in diesem Diagramm hier auf der Seite hier oben, spielt es keine Rolle, wie wir laufen. Das ist ein sogenanntes kommutatives Diagramm. Diese Abbildung hier unten wurde ja genau so definiert, als diese Hintereinanderausführung oben entlang. Und diese beiden hier hoch runter sind Isomorphismen und das bedeutet, ich kann hier laufen, wie ich möchte. Ich kann hier runterlaufen und dann hier rüber. Das ist das gleiche wie hier rüberlaufen und dann hier runter. Zum Beispiel. Und genau das verwende ich jetzt. Ich bin ja jetzt mit meinem Vektor klein v hier runtergegangen und dann nach rechts. Und stattdessen hätte ich aber rübergehen und dann runterlaufen können. Dann kann ich das hier also auch schreiben als erstes rüberlaufen, das ist Phi anwenden oben, und dann auf der rechten Seite nach unten. So, und jetzt verwende ich, dass das V ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda von Phi war. Und das bedeutet, ich weiß, was Phi von V ist, das ist Lambda mal V. Hier steht also in Wirklichkeit Xi V von Lambda mal V. Und das Xi V ist eine lineare Abbildung, da kann ich das Lambda vorne rausziehen. Wenn man jetzt diese Gleichung insgesamt anschaut, das hier ist gleich dem hier, dann steht hier nichts anderes, als dass dieser Vektor, das nach unten geschobene V, ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda ist von der Abbildung μ a. Wenn ich μ a auf diesen Vektor drauf anwende, wird er mit dem Faktor Lambda skaliert, sonst passiert nichts. Aber Sie sehen, es ist wichtig, dass hier dieselbe Basis steht wie hier. Sonst wäre dieser Vektor und dieser Vektor wären nicht identisch, dann hätte ich nicht die Definition von Eigenvektor. Aber wir sehen, Lambda ist ein Eigenwert ebenfalls von dieser Abbildung μ a und dieser nach unten geschobene Eigenvektor von Phi ist ein Eigenvektor zu demselben Eigenwert Lambda von μ a. Den Eigenwert Lambda. Im Prinzip reicht das schon, aber ich mache die Umkehrung auch gleich noch. Also wir haben gesehen, die Eigenvektoren, die Eigenwerte, die Sie hier oben haben, haben Sie auch hier unten. Und die Eigenvektoren, die Sie hier oben haben, werden hier unten ebenfalls zu Eigenvektoren. Jetzt machen wir es noch sicherheitshalber andersrum, dass wenn Sie hier unten was haben, dass das dann auch oben jeweils stimmt. Also jetzt nehmen wir mal an, wir haben einen Vektor, nennen wir ihn mal C, ein Spaltenvektor im K hoch M, der ein Eigenvektor zum Eigenwert Lambda von μ a ist. Also jetzt die gleiche Situation unten. Jetzt müssen wir zeigen, wenn wir das nach oben schieben, ist es dort auch wieder so. Naja, jetzt machen wir genau das Gleiche. Jetzt starten wir hier unten
Das ist da also unser C. Gehen hier hoch, konstruieren einen Vektor hier oben und wenden das Phi drauf an. Und auch hier werden wir dann benutzen, das so rumzulaufen. Genau das gleiche ist, wie so rumzulaufen. Und dann steht alles schon da. Also jetzt berechnen wir Phi von Phi und ein V von C. Also wir gehen mit unserem Spaltenvektor C erstmal nach oben, bekommen einen Vektor in dem Vektorraum V, wenden dann Phi drauf an. Also jetzt sind wir noch von unten nach oben und dann nach rechts gegangen. Jetzt verwenden wir, dass das dasselbe ist, wie erst unten nach rechts zu gehen. Und das bedeutet μ a drauf anwenden, auf den Vektor C, und dann nach oben gehen. Das ist Phi von V. So, und jetzt verwenden wir, dass das C ein Eigenvektor von μ a ist zum Eigenwert Lambda. Das heißt, wir können es hier unten ersetzen durch Lambda mal C. Und weil das Phi V natürlich auch eine lineare Abbildung ist, können wir das Lambda nach vorne rausziehen. Dann haben wir Lambda mal Phi V von C. Und wenn Sie sich das anschauen, wieder die Gleichung, sehen Sie, dieser Vektor, das hochgeschobene C, ist ein Eigenvektor der Abbildung Phi zum Eigenwert Lambda. Also genau die Umkehrung von dem hier gilt ebenfalls. Wenn Sie unten einen Eigenwert haben und einen dazugehörigen Eigenvektor, dann ist das, dass dieser Eigenwert oben auch ein Eigenwert und der hochgeschobene Eigenvektor unten ist oben ein Eigenvektor. Also das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass die Darstellungsmatrix genau das gleiche beinhaltet, wie die ursprüngliche Abbildung, nur etwas konkreter ist. Okay? Und diese Erkenntnis erlaubt uns jetzt für ein allgemeines Phi die Eigenwerte und Eigenvektoren auszurechnen, indem wir eben eine Darstellungsmatrix berechnen. Noch einmal, vorne und hinten müssen wir jetzt hier dieselbe Basis wählen, sonst geht's schief. Und dann hier unten arbeiten und dann anschließend hier die Eigenwerte und die Eigenvektoren ausrechnen. Und in diesem konkreten Fall, wenn man mit solcher Abbildung zu tun hat, die durch eine Matrix gegeben ist, haben wir sogar schon am Ende der linearen Algebra 1 bewiesen, wie das geht. Das war die Proposition 514. Da wiederhole ich nur noch mal den wichtigsten Punkt. Also ein Eigenwert von einer solchen Abbildung, die durch die Matrix A definiert wird, ist nichts anderes als eine Nullstelle des sogenannten charakteristischen Polynoms. Und das, was hier steht, ist das charakteristische Polynom. Also Lambda ist ein Eigenwert, genau dann, wenn die Determinante von Lambda mal die Einheitsmatrix minus A null ist. Das war vielleicht die wichtigste Sache. Und das haben wir hergenommen und als Motivation das sogenannte charakteristische Polynom einer Matrix zu definieren. Nämlich, das ist die Determinante von T mal der Einheitsmatrix minus A. Wir schreiben hier also eine Variable hin. T mal die Einheitsmatrix, dann steht sie einfach auf der Diagonalen überall. Ziehen die Matrix A ab und berechnen die Determinante. Was rauskommt, ist jetzt natürlich keine Zahl, also kein Körperelement, sondern ein Polynom über dem Körper, weil wir die Variable T haben. Und die Nullstellen dieses charakteristischen Polynoms, also welche Lambdas ich hier einsetzen kann, um Null rauszukriegen, das sind natürlich dann genau diese Lambdas, wo diese Determinante Null wird. Das sind also genau die Eigenwerte. Und somit wissen wir jetzt, wie wir für einen beliebigen Endomorphismus die Eigenwerte ausrechnen können. Wir haben hier in dem Skript Beispiele gemacht, wo wir bereits Matrizen haben. Vielleicht mache ich Ihnen mal noch ein Beispiel, wo wir keine Matrizen haben. Wir wollen mal die Eigenwerte von einem Ableiten von Polynomen ausrechnen. Also wir nehmen von mir aus reelle Polynome in einer Variablen x vom Grad kleiner gleich 2, damit es nicht zu kompliziert wird, in denselben Raum. Und wir nehmen ein Polynom her und wir leiten es ab. Das ist unser Phi. Das ist eine lineare Abbildung von einem Raum in sich selbst. Das ist also ein Endomorphismus, von dem wollen wir die Eigenwerte bestimmen. Also wir wollen diejenigen Polynome finden, die beim Ableiten nur um einen Faktor skaliert werden und sonst passiert nichts. Das könnte man jetzt hier natürlich auch direkt ausrechnen mit Kenntnis über die Ableitung. Wir wollen es aber mal formal machen. Also wir nehmen eine Basis V. Und zwar, dieser Raum hat eine sehr kanonische Basis, nämlich das konstante 1-Polynom, das Polynom x und das Polynom x². Ich nenne jetzt x statt früher t, weil wir t nachher in dem charakteristischen Polynom als Variable benutzen wollen, um das sicher sauber auseinanderzuhalten. So, jetzt berechnen wir die Darstellungsmatrix bezüglich dieser Basis, vorne und hinten dieselbe, von unserer Ableitungsabbildung phi. Wissen wir ja auch schon, wie das geht. Wir nehmen unseren ersten Basisvektor, bilden ihn ab.
ich das konstante 1-Polynom ableite, kommt das konstante 0-Polynom raus. Wenn ich das konstante 0-Polynom in dieser Basis entwickle, kriege ich jeweils Koeffizienten 0. Das heißt, ich schreibe 0 in die erste Spalte. Wenn ich als nächstes das zweite Element meiner Basis nehme, das x, das Polynom x, und ich bilde es ab, leite es also ab. Wenn ich x ableite, kommt das konstante 1-Polynom raus. Wenn ich das in dieser Basis entwickle, brauche ich einmal das konstante 1-Polynom und 0 mal die beiden anderen. Da lauten die Koeffizienten also 1, 0, 0. Und zu guter Letzt, wenn ich das Polynom x² ableite, kriege ich 2x. Und in der Basis ausgedrückt ist das 0 mal die 1, 2 mal x und 0 mal x², also 0, 2, 0. So lautet die Darstellungsmatrix bezüglich dieser Basis. Jetzt berechne ich das, jetzt berechne ich das charakteristische Polynom von A in der Variablen t, das ist die Determinante von t mal die Einheitsmatrix der Größe 3 minus diese Matrix A. Das ist also die Determinante von folgender Matrix, t, t, t auf der Diagonalen. Und jetzt meine Matrix abgezogen. Ist diese Matrix. Und wenn ich jetzt die Determinante ausrechne, ist das besonders leicht, weil die Matrix hat schon obere Dreiecksform. Da muss ich einfach die Diagonaleinträge multiplizieren. Bekomme ich also t hoch 3. Und damit muss ich die Nullstellen bestimmen, jetzt hier in den reellen Zahlen, und bekomme damit die Eigenwerte dieser Abbildung. Und die Nullstellen hiervon sind sehr leicht zu sehen, das ist nur die Null. Und damit weiß ich, diese Ableitungsabbildung Phi hat nur den Eigenwert 0. Einen einzigen, und zwar 0. Also es gibt die einzige Möglichkeit, wie ein Polynom beim Ableiten nur skaliert werden kann, ist, indem ich es mit 0 skaliere, also zu 0 mache. Und jetzt muss ich den dazugehörigen Eigenraum ausrechnen. Auch das könnte ich hier oben wieder tun. Ich kenne ja jetzt schon das Lambda. Ich muss jetzt fragen, welche Polynome werden durch Ableiten mit 0 multipliziert, also zu 0. Das weiß man auch, das sind die konstanten Polynome. Die werden durch Ableiten zu 0. Das ist also der Eigenraum. Der besteht aus den konstanten Polynomen. Und alle anderen Polynome werden durch das Ableiten nicht nur skaliert. Aber das weiß man auch, weil da geht ja der Grad runter. Aber es wird nicht das Nullpolynom, dann ist das kein Vielfaches des ursprünglichen. Also wir haben eigentlich etwas rausgefunden, was man auch vorher hätte schon sehen können. Aber es ist ja nur ein einfaches Beispiel. Trotzdem will ich mal nochmal systematisch den Eigenraum ausrechnen. Also ich will eigentlich mal, eigentlich ist mein Ziel ja, den Eigenraum von Phi zum Eigenwert 0 auszurechnen. Naja, oben in meinem abstrakten Setup kann ich das noch nicht, dann mache ich es eben unten. Also nochmal zur Erinnerung, wir sind in diesem Bild. Hier oben, das ist jetzt unsere Ableitung zwischen diesem Polynomraum. Wir sind hier unten im konkreteren Setup, da haben wir das μ a. Und da unten können wir es tun. Und danach müssen wir es einfach nach oben schieben mit Hilfe dieser vertikalen Isomorphismen, und dann habe ich die Eigenräume oben. Also ich kann den Eigenraum von μ a zum Eigenwert 0, den kann ich ausrechnen. Das haben wir uns nämlich auch in der linearen Algebra 1 schon überlegt. Das ist nichts anderes als die Lösungsmenge des homogenen Gleichungssystems 0 mal die Einheitsmatrix minus a. Da muss ich jetzt also einfach diesen Eigenwert Lambda, den ich ausgerechnet habe, hier einsetzen. Das sind in meinem Fall jetzt die 0. Und dann eben diese Matrix hernehmen und das dazugehörige homogene Gleichungssystem lösen. In unserem Fall 0 mal die Einheitsmatrix der Größe 3 minus a. Schauen wir nochmal auf die Seite davor. Das hier ist ja t mal die Einheitsmatrix minus a. Wenn ich da jetzt 0 einsetze, naja, in dem Fall kriege ich minus a. Ist das also einfach die Matrix 0, 0, 0, 0, 0, 0 und hier steht minus 1, minus 2, 0. Und damit können wir direkt ablesen, was der Lösungsraum ist. Wir haben eine freie Variable, nämlich die erste. Wir haben zwei Pivots. Hier ist ein Pivot und hier ist ein Pivot. Da können wir also direkt ablesen, die unterste Zeile führt zu einer trivialen Gleichung, die können wir ignorieren. Die zweitunterste Gleichung lautet minus 2 mal die dritte Variable gleich 0. Das bedeutet einfach, die letzte Variable muss 0 sein. Die obere Gleichung bedeutet dann, die vorletzte Variable muss auch 0 sein. Und die erste Variable ist einfach frei. Also das bedeutet, wir haben den Spann zum Beispiel
der Vektor 1, 0, 0. Der Vektor 1, 0, 0 ist eine Basis dieses Lösungsraums. Der Lösungsraum ist eindimensional, wird von diesem Vektor aufgespannt. Das ist der Eigenraum von μ a. Und jetzt will ich natürlich das nicht hier unten wissen, sondern hier oben für meine Polynome. Jetzt muss ich eben einfach diesen Raum hier hochschieben, mit Hilfe der Abbildung phi, unten v. Und was ist unten phi von v von diesem Vektor 1, 0, 0? Naja, das ist einmal dieses konstante 1-Polynom. Also die erste 1 ist der Skalar 1, die Zahl, die hier steht. Die zweite 1 ist mein erster Basisvektor. Also genau dieses konstante 1-Polynom. Naja, plus 0 mal das Polynom x, mein zweiter Basisvektor, plus 0 mal das Polynom x Quadrat, mein dritter Basisvektor, und dann kommt natürlich einfach das konstante 1-Polynom raus. Und das bedeutet, der Eigenraum von phi, meiner Ableitungsabbildung, zum Eigenwert 0, ist einfach nur der Span des konstanten 1-Polynoms. Also das ist natürlich genau das, das ist die Menge der konstanten Polynome. Also genau das, was wir erwartet haben, der Eigenraum besteht aus den Polynomen, die konstant sind, die nur einen konstanten Term haben und kein x und kein x Quadrat, kommt jetzt also mit dieser Rechnung auch raus. Also das war jetzt nochmal eine Zusammenfassung, was Eigenwerte und Eigenvektoren überhaupt sind, wie man sie für Matrizen ausrechnet, also für Abbildungen, die durch Matrizen gegeben sind, und wie man sie mithilfe einer Darstellungsmatrix ausrechnet, wenn man eine Abbildung gegeben hat, die vielleicht nicht durch eine Matrix gegeben ist. Aber interessant ist dabei in dieser Argumentation hier, Bemerkung 5.1.3, spielt es keine Rolle, welche Darstellungsmatrix wir nehmen. Die Basis, die wir wählen, ist egal. Wichtig ist nur vorne und hinten dieselbe Basis. Aber welche genau, spielt dafür keine Rolle. Wir können also, haben da immer noch gewisse Freiheit, nämlich die Freiheit einer Basiswahl. Nicht mehr zwei Basiswahlen, sondern nur noch eine. Aber die ist frei, und mit jeder solchen Darstellungsmatrix können wir die Eigenwerte und die Eigenvektoren ausrechnen. So, und das kann man jetzt auch mit dem charakteristischen Polynom noch formulieren. Das ist die Proposition 5.1.3. Das sagt im Wesentlichen, dass je zwei solche Darstellungsmatrizen immer dasselbe charakteristische Polynom haben. Also das ist jetzt zu erwarten, weil wir ja sowieso die Eigenwerte ausrechnen können mit jeder dieser Darstellungsmatrizen, mit jedem charakteristischen Polynom. Es ist natürlich nicht verwunderlich, dass die alle dasselbe charakteristische Polynom haben. Sonst könnten wir ja vielleicht verschiedene Nullstellen und damit verschiedene Eigenwerte rauskriegen. Aber das ist nicht so. Also diese Proposition sagt zunächst mal, wie verhalten sich denn zwei verschiedene Darstellungsmatrizen derselben Abbildung zueinander? Wichtig ist auch hier wieder, bei beiden haben wir vorne und hinten dieselbe Basis gewählt. Also hier steht VV, hier steht WW. Das sind schon zwei Basen im Spiel, aber beide, jeweils eine davon wird benutzt für jede der beiden Darstellungsmatrizen. Okay? Also wie verhält sich eine solche Darstellungsmatrix zur Basis V zu einer Darstellungsmatrix bezüglich einer anderen Basis W? Und die Aussage ist, die verhält sich genau so, dass die eine aus der anderen entsteht, indem ich mit einer invertierbaren Matrix der richtigen Größe, also hier jetzt GLMK, von rechts mit P und von links mit P hoch minus 1 multipliziere. Also wenn ich zwei Basen gewählt habe, V und W, dann existiert eine invertierbare Matrix P, sodass die eine Matrix aus der anderen durch diesen Prozess entsteht. Ich kann natürlich das auch völlig symmetrisch machen. Ich kann ja diese Gleichung von links mit P multiplizieren, dann steht hier das P und hier ist es weg. Und von rechts mit P hoch minus 1, dann ist es hier weg und hier steht P hoch minus 1. Dann habe ich es andersrum, also es ist eine symmetrische Bedingung, wie die eine aus der anderen entsteht. Okay, und dass das so ist, das haben wir eigentlich schon bewiesen. Und zwar, da müssen wir uns den Satz 3.2.32 nochmal anschauen. Mal gucken, ob wir den finden. 3.2.32, da ging es um die Darstellungsmatrizen und wie unterschiedliche Darstellungsmatrizen zusammenhängen. Das ist dieser Satz hier, den Sie hier sehen. Für zwei Matrizen sind äquivalent. Erstens, sie sind beides Darstellungsmatrizen derselben linearen Abbildung, nur bezüglich unterschiedlicher Basen. Und hier steht schon so etwas Ähnliches. Es gibt zwei invertierbare Matrizen, P und Q,
sodass die eine Darstellungsmatrix aus der anderen entsteht, indem ich mit P von links mit Q von rechts multipliziere. Der einzige Unterschied hier ist, dass ich jetzt P und Q, die linke und die rechte Matrix, sind nicht völlig unabhängig miteinander. Auf der einen Seite steht die Inverse von der anderen. Also nicht mehr P und Q, sondern P hoch minus 1 und P, Q hoch minus 1 und Q. Und das liegt natürlich jetzt daran, dass ich nicht bei diesen beiden Darstellungsmatrizen jeweils beliebige Basen gewählt habe, also vier verschiedene, sondern es sind nur zwei verschiedene ins Spiel und bei jeder einzelnen Darstellungsmatrix habe ich dieselbe benutzt. Und wenn Sie sich den Beweis von Satz 3.2.32 nochmal anschauen, das war im Wesentlichen dieses Bild hier, habe ich einmal hier die eine Basis und einmal die andere. Und dann in diesem Bild haben wir jetzt einfach hier hoch und runter dieselben Isomorphismen, weil wir vorne und hinten die Basis gleich gewählt haben. Und hier, die hier unten sind auch die beiden, die identischen. Und wenn Sie sich das jetzt hier anschauen, führt das nicht zu nichts anderem, als dass hier rechts und links im Prinzip dieselben Matrizen stehen, aber eben auf der einen Seite mit hoch minus 1, weil die Pfeile hier immer nach unten gehen, und auf der anderen Seite ohne hoch minus 1. Also hier diese Abbildung und diese Abbildung. Das eine ist die Abbildung hier auf der rechten Seite von unten nach oben. Die steht hier. Und die Abbildung ist auf der linken Seite von oben nach unten. Und weil jetzt das dieselben Isomorphismen sind und das ist natürlich das hier runter und das hier runter sind natürlich genau invers zueinander. Und das bedeutet, daraus folgt, dass das hier nicht zwei beliebige Matrizen stehen, sondern P hoch minus 1 und P. Also dieser Beweis, den wir da geführt haben, beweist das automatisch mit. Gibt es also nichts mehr zu beweisen. Okay, jetzt sind wir also wieder zurück. Hier, also das hier haben wir schon bewiesen. Je zwei solche Darstellungsmatrizen unterscheiden sich auf genau diese Art und Weise. Und damit kann man jetzt ganz leicht beweisen, das ist die zweite Aussage, dass je zwei von diesem Typ auch wirklich dasselbe charakteristische Polynom haben. Und diese Rechnung sehen Sie hier. Vielleicht machen wir die mal groß zur Abwechslung, ich schreibe es nicht hin. Also wir berechnen mal das charakteristische Polynom von dieser Darstellungsmatrix, die Sie hier auf der rechten Seite sehen. Also wir haben die Basis W gewählt und wir berechnen das charakteristische Polynom dieser Darstellungsmatrix. So, nach Definition ist das ja nur T mal die Einheitsmatrix minus diese Darstellungsmatrix. Das steht hier. So, jetzt schreiben wir die Einheitsmatrix als P hoch minus 1 mal P. Kein Problem, eine Matrix hoch minus 1 mal eine Matrix ist die Einheitsmatrix. Also hier eine triviale Umformung der Einheitsmatrix. Und auf der rechten Seite schreiben wir die bezüglich W als P hoch minus 1, die bezüglich V mal P. Das ist jetzt gerade andersrum, als wir es hierhin geschrieben haben. Es ist ja wirklich egal, wenn Sie P durch P hoch minus 1 ersetzen und auf die andere Seite rüberbringen, dann haben Sie es genauso. Also wir können das auch hier drüben hinschreiben, dann passt es besser mit unserem Beweis überein, wie er im Skript steht. Die Bedingung ist ja nur, P ist invertierbar. Wenn Sie es also durch das Inverse ersetzen und drüber multiplizieren, haben Sie stattdessen diese Bedingung hier. Und jetzt können wir nämlich die Matrix bezüglich W schreiben als P hoch minus 1 mal die Matrix bezüglich V mal P. Das steht hier. Und jetzt sehen Sie, dass Sie in dieser, bei dieser Matrix hier innen drin das P hoch minus 1 nach links rausheben können. Das steht hier links, also ich meine, das T ist ein Skalar, den kann ich reinziehen, wo ich will. Kann ich das P also nach links rausheben und hier auch haben wir P hoch minus 1. Was hier übrig bleibt, ist T mal eigentlich noch P, aber wir ziehen auch gleich noch das P nach rechts raus. Und hier bleibt MV übrig und das P steht noch rechts. Und jetzt ziehen wir diese beiden Ps noch nach rechts raus. Deshalb steht das P hier, dann haben Sie also genau diesen Ausdruck. Und jetzt steht hier die Determinante von einem Produkt von drei Matrizen. P hoch 1 mal diese Matrix in Klammern mal P. Und die Determinante ist multiplikativ, das haben wir auch schon bewiesen, das heißt, Sie können das als Produkt der Determinanten schreiben. Determinante P hoch minus 1 mal die Determinante von dieser Matrix in der Mitte mal die Determinante von P. Und jetzt wissen wir, dass hier in der Mitte
ist genau das charakteristische Polynom dieser Matrix bezüglich der Basis V. Die Einheitsmatrix mal die Einheitsmatrix minus diese Matrix. Also in Wirklichkeit hier steht hier die Determinante von P hoch minus 1. Und übrigens können wir das hoch minus 1 auch rausziehen. Das haben wir uns auch überlegt. Das folgt übrigens auch direkt aus der Multiplikativität. Die Determinante der inversen Matrix ist das Inverse der Determinante. Also das ist Determinante von P außen hoch minus 1. Mal das charakteristische Polynom dieser Darstellungsmatrix bezügllich der Basis V, mal die Determinante von P. Und jetzt sind das drei Zahlen, drei Körperelemente. Hier ist die Multiplikation jetzt kommutativ, können also die hier miteinander verrechnen, aneinander vorbei, das eine an dem anderen in der Mitte vorbeiziehen. Dann heben sie sich gegenseitig genau weg, weil es ja auch minus 1 ist auf der einen Seite. Und was übrig bleibt, ist das charakteristische Polynom der anderen Matrix. Und wir haben genau das bewiesen. Je zwei Matrizen, Darstellungsmatrizen von Phi, wenn sie von diesem Typ sind, vorne und hinten dieselbe Basis, weil sie so voneinander abhängen, haben sie auch automatisch dasselbe charakteristische Polynom. Also eine weitere Rechtfertigung dafür, dass wir eine Darstellungsmatrix unserer Wahl nehmen können, wenn wir die Eigenwerte ausrechnen wollen von Phi. Und ebenfalls eine Rechtfertigung dafür, warum wir jetzt das charakteristische Polynom nicht nur einer Matrix, sondern eines beliebigen Endomorphismus definieren können. Also für einen beliebigen Endomorphismus Phi von V nach V definieren wir jetzt das charakteristische Polynom von Phi einfach als, wir nehmen das charakteristische Polynom eines seiner Darstellungsmatrizen. Egal welche. Hauptsache beides mal dieselbe Basis benutzt, weil wir gerade bewiesen haben, dass sowieso immer dasselbe rauskommt. Also hängt es nicht von der Basiswahl ab. Also können wir es das charakteristische Polynom des Endomorphismus nennen. Deshalb führen wir die Notation P und ein Phi an. Wir können das also nicht nur für Matrizen, sondern für beliebige Endomorphismen definieren, das charakteristische Polynom. Und als direktes Korrelar aus all dem, was wir jetzt gerade gemacht haben, erhalten wir natürlich für einen allgemeinen Endomorphismus sind die Eigenwerte Phi genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms. Das ist jetzt die Zusammenfassung dessen, was wir bis jetzt gemacht haben. Nachdem wir jetzt gesehen haben, dass die Eigenwerte eines Endomorphismus gerade Nullstellen seines charakteristischen Polynoms sind, schauen wir uns jetzt ein kleines bisschen allgemein was über Polynome und ihre Nullstellen an, insbesondere wie man sie zählt, inklusive Vielfachheiten und so weiter. Also was ein Polynom ist, haben wir schon definiert und jetzt auch benutzt. Eigentlich haben wir es definiert als einen formalen Ausdruck, nämlich Sie haben Koeffizienten und Sie haben die Variable. Und Sie schreiben eben die aufsteigenden normalerweise Potenzen der Variable mit seinen Koeffizienten jeweils hin. Die Koeffizienten sind aus K, aus dem Körper, der zugrunde liegt, und die Koeffizienten bestimmen das Polynom eindeutig. Also ein Polynom ist genau dadurch definiert, als ich die Koeffizienten alle angebe, und zwei Polynome sind genau dann gleich, wenn sie exakt die gleichen Koeffizienten haben, überall. Dabei nennt man, also wie gesagt, die CI-Koeffizienten. Das C0 nennt man den konstanten Koeffizienten oder den konstanten Term, also der bei der Variable T hoch 0. Und wenn jetzt, man schreibt ein Polynom normalerweise immer so hin, dass der höchste, den man hinschreibt, wirklich auch da ist. Man schreibt nicht überflüssig irgendwelche Nullkoeffizienten hin. Und wenn das so ist, wenn dieses CD hier wirklich der höchste, wirklich auftretende Koeffizient ist, dann nennt man den Grad des Polynoms P, also wenn das mein Polynom P ist, dann nennt man dieses D exakt den Grad. Also die höchste auftretende Potenz der Variable nennt man den Grad des Polynoms. Und der dazugehörige Koeffizient CD, der heißt auch der Leitkoeffizient. Das haben wir auf der linken Seite. Wir wissen schon, dass die Polynome einen kommutativen Ring bilden. Also die Menge der Polynome, die bezeichnen wir so, bildet mehrere Dinge. Sie bilden zum Beispiel einen Vektorraum, einen K-Vektorraum, aber sie bildet eben auch noch was anderes. Sie bildet einen kommutativen Ring. Man kann Polynome addieren, koeffizientenweise. Man kann Polynome multiplizieren. Das ist ein bisschen komplizierter, aber das ist aus der Schule sehr gewöhnt. Das ist man aus der Schule sehr gewöhnt. Man multipliziert die Polynome, indem man ausmultipliziert. Und wenn dann Monome, sogenannte Monome, aufeinandertreffen, ein solcher Term heißt Monom,
Dann multipliziert man ihre Koeffizienten und addiert die Hochzahlen. Das ist die übliche Multiplikation von Polynomen. Und auf die Art und Weise wird es ein kommutativer Ring, der allerdings kein Körper ist. Also bereits die Variable t kann man in diesem Ring nicht invertieren. Es gibt kein Polynom, das t hoch minus 1 ist. Also wenn man an das t irgendein Polynom hin multipliziert, wird man niemals das konstante 1-Polynom rauskriegen. Dieser Ring hat eine schöne Eigenschaft, die ist in dem nächsten Lemma formuliert, der ist nullteilerfrei. Nullteilerfrei bedeutet, wenn Sie zwei Elemente haben, die beide nicht null sind in diesem Ring, also zwei Nicht-Null-Polynome, dann ist auch das Produkt nicht null. Also Sie können null nur als Produkt bekommen, wenn mindestens einer der Faktoren 0 war. Eine solche Eigenschaft eines Ringes nennt man Nullteilerfreiheit. Die haben wir auch schon mal gesehen, als wir über die Z-Modulo NZs gesprochen haben. Diese Ringe Z-Modulo NZ sind nicht immer nullteilerfrei. Sie sind es genau dann, wenn diese Zahl n eine Primzahl ist. Und das ist dann sogar äquivalent dazu, dass es ein Körper ist. Im Allgemeinen ist ein nullteilerfreier Ring kein Körper. Das sehen wir hier. Aber trotzdem, die Nullteilerfreiheit ist eine schöne Eigenschaft, die den Ring schön macht. Daraus folgt zum Beispiel, was hier in diesem Lemma am Schluss formuliert ist, daraus folgt die Kürzungsregel. Werden wir im Beweis sehen, dass die direkt aus der Nullteilerfreiheit folgt. Also wenn Sie ein Produkt haben, Q mal P1 gleich Q mal P2, also Sie haben dasselbe Q mit zwei verschiedenen, potenziell verschiedenen Polynomen multipliziert und Sie kriegen dasselbe raus. Das Q darf dabei nicht 0 sein. Dann folgt daraus, dass P1 und P2 eben doch dieselben Polynome waren. Also mit anderen Worten, Sie können dieses Q hier aus dieser Gleichung rauskürzen, weil sie auf beiden Seiten drin steht. Erfolgt P1 gleich P2. Also Gleichungen können gekürzt werden. Wenn ein Faktor in beiden, auf beiden Seiten auftritt und nicht der Null, nicht die Null ist, dann können Sie ihn rauskürzen. Das ist die sogenannte Kürzungsregel, die gilt in jedem nullteilerfreien Ring. Werden wir gleich im Beweis sehen. Also insbesondere gilt diese Kürzungsregel im Polynomring. Und letztendlich gilt etwas, was noch stärker ist als die Nullteilerfreiheit, eine Sache, aus der die Nullteilerfreiheit folgt. Beim Multiplizieren von Polynomen addiert sich der Grad. Das ist diese Gleichung hier. Also der Grad eines Produktes von zwei Polynomen ist genau die Summe der beiden Grade. Okay, jetzt beweisen wir das. Also wir beweisen direkt erstmal diese Gradform. Also wir setzen mein Polynom P an. dt hoch d mit Leitkoeffizient ungleich 0. Übrigens ist natürlich das Null-Polynom hier nicht abgedeckt. Die Formulierung ist auch hier nur für das Nicht-Null-Polynom. P und Q sollen beide nicht 0 sein. Man kann das auch das Null-Polynom mit einbeziehen. Normalerweise setzt man den Grad des Null-Polynoms als minus unendlich. Und dann stimmt diese Formel auch, wenn eines der beiden das Null-Polynom ist, weil dann steht auf der linken Seite minus unendlich und hier steht minus unendlich plus irgendwas und das ist immer wieder minus unendlich. Aber wir wollen uns jetzt darauf beschränken, dass das beides nicht das Null-Polynom ist. Also das P schreiben wir mit Koeffizienten hin, Leitkoeffizient BD ungleich 0. Und das Polynom Q schreiben wir als C0 plus C1T plus CE. T hoch E, wird also Grad E und der Leitkoeffizient ist auch nicht 0. Und jetzt rechnen wir mal P mal Q aus. Müssen wir also hier diese zwei Polynome miteinander multiplizieren. Und wie gerade schon gesagt, ist das natürlich nicht komplett trivial, aber ein kleiner Teil davon ist trivial und das reicht uns schon. Wenn wir jetzt hier ausmultiplizieren, bekommen wir schon mal Folgendes als konstanten Term. Wir multiplizieren B0 mit C0. Und das ist die einzige Möglichkeit, den konstanten Term zu bekommen. Weil sobald ich irgendwelche zwei anderen Terme von hier miteinander multipliziere, habe ich mindestens einmal die Variable t. Also der konstante Term kommt genau auf eine Weise zustande im Produkt, nämlich als Produkt der beiden konstanten Terme. Das ist jetzt zwar hier noch nicht wichtig, ist aber ist interessant. Wir können ja mal spaßeshalber schauen, wie es weitergeht. Da wird es nämlich schon komplizierter. Wie kriege ich denn den Term von t hoch 1? Naja, auf zwei Weisen. Ich kann B0 mit C1 multiplizieren. Den hier mit dem hier. Das gibt mir die Variable t einmal. Ich könnte aber auch das B1 mit dem C0 multiplizieren. Und beide tauchen auf mit der Variable t hoch 1, muss ich sie also summieren. Also so entsteht der Term, der lineare Term, der Term am Koeffizienten, am
Der Koeffizient von t hoch 1, so entsteht er. Und jetzt wird es leider immer komplizierter. Wenn ich also mal schauen möchte, was ist denn der Koeffizient von t Quadrat in diesem Produkt, dann kriege ich noch mehr Möglichkeiten. Ich könnte b0 mit c2 multiplizieren oder b1 mit c1 oder b2 mit c0. Also das wird immer länger. Und das will ich jetzt deshalb gar nicht hinschreiben. Es wird immer schlimmer. So ungefähr bei der Hälfte ist es am schlimmsten und dann wird es wieder einfacher. Und ganz einfach ist es zu guter Letzt am Schluss, weil ich kriege t hoch d plus e wiederum, also den Leitkoeffizienten des Produktes, genau wie den konstanten Koeffizienten, den kriege ich auf genau eine Weise, indem ich die beiden Leitkoeffizienten miteinander multipliziere, bd mal ce. Ja, wenn ich t hoch d plus e haben möchte, dann muss ich von p diesen Term nehmen und von q diesen Term. Wenn ich von einem von beiden einen niedrigeren Term nehmen würde zum Multiplizieren, bekäme ich nicht diese volle Potenz d plus e. Das bedeutet, der entsteht auf genau eine Weise und das ist der Koeffizient, das Produkt der beiden Leitkoeffizienten. Und wichtig, das ist nicht 0, weil wir haben vorausgesetzt, dass das bd nicht 0 ist, der Leitkoeffizient von p, steht hier, der ist nicht 0, und der Leitkoeffizient von q, das ist das ce, das ist auch nicht 0, und dann steht das Produkt dieser beiden Zahlen, die sind nicht 0. Und jetzt sind wir in einem Körper, und über Körper wissen wir auch schon lange, die sind nullteilerfrei. Wenn ich in einem Körper zwei Elemente multipliziere, die nicht 0 sind, ist das Produkt auch nicht 0. Und damit sehen wir, der Grad des Produktes ist wirklich genau die Summe der beiden Grade, weil dieser Leitkoeffizient hier übrig bleibt. Der kann nicht 0 werden. Damit haben wir bereits diese Formel bewiesen. Wenn wir das noch ein bisschen genauer analysieren, sehen wir, wir brauchen eigentlich nicht, dass es sich um einen Körper handelt, aus dem die Koeffizienten sind. Es würde reichen, wenn das selbst ein kommutativer nullteilerfreier Ring ist. Wir haben hier nur die Nullteilerfreiheit benutzt. Die Kommutativität bräuchte man streng genommen nicht mal, aber nicht kommutative Ringe haben wir sowieso eigentlich kaum angeschaut. Also die Nullteilerfreiheit überträgt sich von dem Körper direkt auf den Polynomring über dem Körper, wegen dieser Eigenschaft, naja, die impliziert natürlich die Nullteilerfreiheit. Ja, wenn eines der beiden Polynome, oder das sieht man auch hier, wenn die beiden Polynome nicht Null sind, dann haben sie beide einen Nicht-Null-Leitkoeffizienten und dann hat auch das Produkt einen Nicht-Null-Leitkoeffizienten und damit kann es nicht das Nullpolynom sein. Also die Gradformel impliziert die Nullteilerfreiheit. So, und jetzt müssen wir uns noch überlegen, warum gilt die Kürzungsregel? Und die Kürzungsregel folgt jetzt sofort aus der Nullteilerfreiheit. Also wir nehmen an, q mal p1 ist gleich q mal p2 und das q ist nicht 0. Naja, es sieht noch nicht so aus, als ob wir die Nullteilerfreiheit hier benutzen können, aber wir können es, wenn wir das eine auf die andere Seite rüberbringen. Jetzt subtrahieren wir mal die rechte Seite nach links, dann lautet die Gleichung so. Und jetzt heben wir das q raus. Also die ursprüngliche Formel ist offensichtlich äquivalent hierzu. Und jetzt sind wir in der Situation, dass wir die Nullteilerfreiheit benutzen können. Hier steht ein Produkt von zwei Polynomen, das ergibt 0. Der erste Faktor ist schon mal als nicht 0 vorausgesetzt. Naja, aufgrund der Nullteilerfreiheit dieses Rings muss dann der zweite Faktor 0 sein. Also daraus folgt sofort, P1 minus P2 muss 0 sein. Und das ist natürlich nichts anderes, wie zu sagen, P1 gleich P2. Also, sehr schön, wir können das Q hier kürzen und das folgt unmittelbar aus der Nullteilerfreiheit. Diese Folgerung hier ist einfach die Nullteilerfreiheit des Rings. Also Sie können sich das grundsätzlich merken, in einem nullteilerfreien Ring gilt die Kürzungsregel. Und das ist also erst recht wahr im Polynomring über einem Körper. Gut, das war so eine kleine Vorbemerkung. Eine weitere ganz interessante Bemerkung steht hier, dass man, wenn man ganz vorsichtig sauber arbeitet, muss man unterscheiden zwischen Polynomen und Polynomabbildung. Also wir haben jetzt Polynom. Ein Polynom definiert sozusagen als formaler Ausdruck. Einfach indem man die Koeffizienten angibt und spezifiziert, dann hat man diesen formalen Ausdruck und das nennen wir ein Polynom. Wem das nicht ganz sauber genug ist, könnte das auch noch ein bisschen formaler machen, aber ich denke, Sie verstehen das so am besten. Aber aus der Schule kennt man das und da unterscheidet man normalerweise nicht. Man kann ein Polynom auch als Polynomfunktion betrachten, also als Vorschrift, die eine Abbildung definiert. Als Abbildung von k nach k, die eben einfach eine Zahl a nimmt und sie abbildet auf das, was man bekommt, wenn man das hier einsetzt. Also man setzt jetzt einfach das a für die Variable ein, dann kriegt man
diesen Ausdruck. Und weil das A jetzt eine Zahl ist, ein Körperelement, kann ich das einfach ausrechnen und kriege ein Körperelement raus. Und das ist das, was man normalerweise dann eine Polynomfunktion nennt. Und wir müssen streng genommen unterscheiden, Polynom als formaler Ausdruck und Polynom als Funktion. Und das liegt daran, dass zwei Polynome, die als formaler Ausdruck unterschiedlich sind, durchaus dieselbe Funktion definieren können. Auch wenn man das aus der Schule eigentlich nicht kennt. Und das tritt dummerweise auch, oder zum Glück vielleicht, auch nur über endlichen Körpern auf. Also schauen Sie sich mal hier auf der linken Seite an. Wir nehmen als Körper mal z modulo 2z. Jetzt nehme ich zwei verschiedene Polynome. Das erste Polynom ist das konstante Nullpolynom. Also 0 mal 1 plus 0 mal t plus 0 mal t Quadrat und so weiter. Wie gesagt, normalerweise schreibt man dann einfach nur 0 hin, weil es ist eh alles 0. Und das Polynom p2, dann nehmen wir t plus t Quadrat. Und das sind natürlich zwei verschiedene Polynome. Weil das eine hat die Koeffizienten, also konstanten Koeffizient 0. Der Koeffizient vor t ist 1, der Koeffizient vor t Quadrat ist wieder 1. Und das Polynom p1 hat überall Koeffizienten 0. Das sind unterschiedliche Koeffiziententupel, also sind es unterschiedliche Polynome, wenn ich diese Polynome als formalen Ausdruck betrachte. Wenn ich jetzt dieses Polynom auffasse als Funktion von z modulo 2z nach z modulo 2z, habe ich zwei Werte, die ich einsetzen kann, 0 und 1. Was kommt raus? Naja, hier ist es leicht, das ist ja wirklich das Nullpolynom, das konstante Nullpolynom. Wenn ich da irgendwas einsetze, kommt immer 0 raus. Also als Funktion auch die konstante Nullfunktion. Und jetzt benutze ich mal das zweite Polynom, ebenfalls als Funktion, von z modulo 2z nach z modulo 2z. Kann ich wieder die zwei Elemente 0 und 1 einsetzen? Naja, was passiert, wenn ich in diese Vorschrift 0 einsetze? Naja, kriege ich 0 plus 0 zum Quadrat, das ist immer noch 0. Jetzt kann ich aber auch 1 einsetzen. 1 plus 1 zum Quadrat. Das ist 1 plus 1. Das ist 2. Aber in z modulo 2z ist 2 gleich 0. Und Sie sehen, auch dieses Polynom definiert als Funktion auf diesem Körper die konstante Nullfunktion. Das heißt, wir haben hier ein interessantes Phänomen. Wir haben zwei verschiedene Polynome. Wenn wir sie als formale Objekte auffassen, sind es verschiedene Objekte dieses Polynomrings, zwei verschiedene Elemente. In dem Moment, wo ich sie als Funktion auf dem Körper auffasse, werden sie identisch. Und das muss man wissen, dass man also im Allgemeinen zwischen Polynomen aus formalem Ausdruck und Polynomen als Funktion unterscheiden muss. Und wir werden im Normalfall den ersten Ansatz wählen, nämlich Polynome als formale Objekte. Wir werden nachher auch beweisen, sobald der Körper, über den wir arbeiten, unendlich ist, tritt dieses Phänomen nicht mehr auf. Also das ist wirklich ein Phänomen, das genau bei endlichen Körpern auftritt. Und wir werden häufig Q oder R oder C betrachten, da haben wir dieses Problem nicht, das werden wir gleich sehen. Aber zumindest wissen muss man es, dass es da einen Unterschied gibt zwischen diesen beiden Sichtweisen auf Polynome. So. Jetzt beweisen wir ein Lemma, das auch in der Schule meistens schon bekannt ist eigentlich. Für ein Polynom ist es äquivalent, eine Nullstelle zu haben und einen entsprechenden Linearfaktor abspalten zu können. Also wenn Sie ein Polynom haben über dem Körper, k kann jetzt ein beliebiger Körper sein, und Sie haben ein Körperelement, und jetzt könnte es ja sein, dass dieses Körperelement eine Nullstelle ist. Das bedeutet, also hier nehmen wir natürlich schon wieder diese Funktionssichtweise. Nullstelle bedeutet, wenn Sie den Punkt einsetzen, wenn Sie diese Funktion also an dem Punkt A auswerten, kommt 0 raus. Und das ist jetzt äquivalent dazu, dass man einen sogenannten Linearfaktor abspalten kann, dass man das Polynom schreiben kann als Produkt von zwei Polynomen, nämlich diesem Linearfaktor, der zu dieser Nullstelle gehört, t minus a. Das ist ein spezielles Polynom. Das hängt von diesem a ab. Sogenannter Linearfaktor, mal irgendein anderes Polynom. Für irgendein geeignetes anderes Polynom über diesem Körper. Diese zwei Aussagen sind äquivalent. In der Schule ist das häufig so, wenn man eine Nullstelle gefunden hat, dann macht man Polynomdivision durch diesen Linearfaktor, um letztendlich dieses Q zu bestimmen. Und mit dem kann man dann weiterarbeiten. Also das erlaubt einem letztendlich, die Nullstellen iterativ zu finden und das Polynom dabei immer einfacher zu machen. Aber dass diese Aussage für beliebige Polynome über beliebigen Körpern, beliebige Nullstellen A in diesem Körper gilt, das ist was, was wir jetzt einfach einmal beweisen müssen. Das ist ein leichter Beweis. Und zwar die zwei Richtungen sind zu zeigen. Ich mache es jetzt mal so, wie ich es hier geschrieben habe. Die
Richtung von oben nach unten. Nein, das ist die schwierigere. Okay, machen wir die schwierigere zuerst. Also, wenn ein Polynom die Nullstelle a hat, dann kann man einen Linearfaktor abspalten. Also, wir machen Folgendes. Wir definieren ein neues Polynom, nämlich h als p von t minus a. Also wir setzen, wenn Sie es ausschreiben wollen, wenn wir von dem p wieder annehmen, dass es Koeffizienten c0 bis cd hat, dann würden wir jetzt eben einfach überall, wo t steht, stattdessen t minus a schreiben. Und jetzt können Sie das natürlich ausmultiplizieren, das ist vielleicht etwas lästig, deshalb machen wir es lieber nicht, aber diese ganzen Terme t minus a hoch irgendwas können Sie ausmultiplizieren, kriegen Sie ganz viele Summanden und dann sammeln Sie wieder die gleichen Grade zusammen und kriegen ein neues Polynom, das hat dann eben Koeffizienten h0 bis hd. Die h's, die Koeffizienten hi, entstehen eben irgendwie aus den Koeffizienten c und diesem a. Und die interessante Beobachtung ist jetzt, dass das h wieder eine bekannte Nullstelle hat, nämlich die 0. Weil wenn Sie in das h0 einsetzen, dann ist es ja so, oh, wir hätten vielleicht hier plus schreiben müssen. Plus. Geht natürlich mit plus genauso. Wir sehen jetzt warum. Weil wenn Sie nämlich jetzt in das h0 einsetzen, dann ist es so, als ob Sie in das Polynom 0 plus a, also einfach a eingesetzt hätten. Deshalb plus statt minus. Naja, und wir haben jetzt vorausgesetzt, dass p von a 0 ist. Mit anderen Worten, wenn unser ursprüngliches Polynom die Nullstelle a hat, haben wir durch diese Translation jetzt erreicht, dass unser neues Polynom h eine Nullstelle hat, die noch leichter zu verstehen ist, nämlich die Null. Und warum ist das so besonders schön? Naja, was es bedeutet, dass ein Polynom die Nullstelle 0 hat, ist doch sehr leicht. Das bedeutet, der konstante Koeffizient tritt nicht auf. Wenn Sie in das Polynom h nämlich 0 einsetzen, dann verschwinden alle diese Terme und was übrig bleibt, ist der erste, das h0, der konstante Koeffizient. Und wenn da 0 rauskommen soll, muss das einfach 0 gewesen sein. Das heißt, das h sah in Wirklichkeit so aus, das hatte gar kein h0. Und wenn das kein h0 hat, kann man da ja wunderschön t herausheben. Kann man also die Variable t ausklammern, das h sieht so aus. Das ist eigentlich jetzt schon fast die Aussage, die wir wollen. Wir können einen entsprechenden Linearfaktor rausheben. Für die Nullstelle 0 ist das natürlich genau der Linearfaktor t und das können wir jetzt bei h offensichtlich machen. Naja, und jetzt wollen wir das ja eigentlich für p und jetzt müssen wir einfach diese Translation rückgängig machen. Wenn wir jetzt in dem Polynom h statt t jetzt t minus a einsetzen, was kommt denn dann raus? Wenn wir in h statt t, t minus a einsetzen. Naja, das h selbst war ja eigentlich t plus a. Und für das t, das jetzt hier noch fehlt, haben wir jetzt statt t nochmal t minus a eingesetzt. Und da sieht man, dass sich das a weghebt. Das heißt, wenn wir mit dem h jetzt die Translation umgekehrt machen, t durch t minus a zu ersetzen, kommt p raus. Also ursprüngliches p. Naja, andererseits ist unser h ja die Variable t gewesen. Mal, und wenn wir jetzt t minus a einsetzen, wird aus dem t einfach t minus a. Naja, und das, was hier steht, ist halt irgendein anderes Polynom. Jetzt müssen wir in dieses andere Polynom auch noch t minus a einsetzen, aber es ist mir ja eigentlich total wurscht, was da rauskommt. Das nennen wir einfach q. Und Sie sehen, das Polynom p lässt sich schreiben als der Linearfaktor t minus a mal irgendein Rest. Ja, dieser Rest ist dieses Polynom hier und dann diese Translation gemacht, t durch t minus a ersetzt. Es gibt irgendein Polynom. Und wir haben die Aussage bewiesen, das Polynom p spaltet diesen sogenannten Linearfaktor ab. Es lässt sich schreiben als t minus a mal irgendein weiteres Polynom. Das war die schwierige Richtung. Selbst die war nicht besonders schwierig von oben nach unten. Jetzt müssen wir noch die leichte Richtung zeigen, dass wenn ein Polynom einen Linearfaktor abspaltet, dann hat es auch die Nullstelle. Also wir setzen voraus, dass p lässt sich schreiben als t minus a mal irgendein Polynom q. Jetzt können wir ja einfach das nachrechnen. Wir setzen a ein. Dann haben wir also hier a minus a mal q von a. Und bereits dieser Ausdruck hier ist 0. Da kommt natürlich insgesamt 0 raus. Und das ist also die triviale Richtung. Gut, also was Sie aus der Schule schon kennen, funktioniert in der Tat.
für jedes Polynom über jedem beliebigen Körper. Eine Nullstelle in dem Körper zu haben, ist dasselbe, wie diesen dazugehörigen Linearfaktor abspalten können an diesem Polynom. Gut, jetzt nützt uns das was? Wir können nämlich jetzt die sogenannte Vielfachheit einer Nullstelle definieren. Und zwar tun wir das folgendermaßen. Wir haben ein Polynom P über dem Körper K. Und wir haben ein Element A aus K, das eventuell eine Nullstelle ist. Und jetzt schreibe ich das Polynom P als T minus A hoch M mal Q für irgendein geeignetes Q. Aber ich will voraussetzen, dass das Q von A nicht mehr Null ist. Also algorithmisch betrachtet würde ich natürlich Folgendes tun. Wenn das A eine Nullstelle ist, dann kann ich nach dem letzten Satz diesen Linearfaktor T minus A einmal abspalten. Es bleibt ein Polynom übrig. Jetzt könnte ja dieses Polynom nochmals das A als Nullstelle haben. Wenn ja, kann ich von diesem Q wieder diesen Linearfaktor abspalten. Das mache ich so oft, bis es nicht mehr geht. Und dass es nicht mehr geht, bedeutet, dass das Q das A nicht mehr als Nullstelle hat. Und dann habe ich mein Polynom so geschrieben. Wenn das P das A überhaupt nicht als Nullstelle hat, schreibe ich natürlich hier einfach hoch 0 mal P selbst. Dann habe ich auch diese Darstellung. Ja, also dass es eine solche Darstellung immer gibt, ist offensichtlich, mit Hilfe des letzten Lemmas. Und wenn ich eine solche habe, dann nenne ich dieses M die sogenannte Vielfachheit von A als Nullstelle. Als Nullstelle von P. Da kann ich also jetzt sagen, was es bedeutet, das Polynom P hat an der Stelle A eine dreifache Nullstelle. Bedeutet eben, das P lässt sich schreiben als T minus A hoch 3 mal ein Polynom Q, das an dieser Stelle keine Nullstelle mehr hat. Gut, streng genommen müssten wir noch zeigen, und das werden wir auch tun, dass das wirklich wohl definiert ist. Ich habe Ihnen zwar gerade erklärt, dass es eine solche Darstellung immer geben muss, indem wir eben so lange das letzte Lemma anwenden, so lange Linearfaktoren abspalten, bis der übrig gebliebene Faktor dieses A nicht mehr als Nullstelle hat. Aber es ist ja nicht klar, ob es nicht auch noch eine andere Darstellung geben könnte. Also vielleicht geht es ja nochmal völlig anders mit einer anderen Potenz und einem anderen Q. Also die Frage ist dieses M überhaupt eindeutig definiert aufgrund der Eigenschaft, dass sich das P so schreiben lässt? Das werden wir hier tun. Der Begriff von Vielfachheit ist wohl definiert. Also egal, wie Sie Ihr Polynom schreiben, wenn Sie es so schreiben, mit der Eigenschaft, dass das Q das A nicht mehr als Nullstelle hat, dann ist das M eindeutig bestimmt. Vielleicht machen wir das gleich. Also wir beweisen das gleich. Und setzen jetzt also mal an, unser P, nehmen wir mal an, es lässt sich schreiben als T minus A hoch M mal irgendein Q, aber vielleicht auch noch anders, als T minus A hoch N mal irgendein H. Also einmal M, einmal N. Wir setzen voraus, Q an der Stelle A ist nicht 0 und auch H an der Stelle A ist nicht mehr 0. Und jetzt wollen wir zeigen, dann waren die Potenzen M und N identisch. Wir können natürlich auf jeden Fall annehmen, ohne Beschränkung der Allgemeinheit, können wir annehmen, dass das M kleiner gleich N ist. Also ich schreibe das mit der potenziell kleineren Potenz nach vorne. So, und jetzt wollen wir herleiten, M war in der Tat doch gleich N. Na, dann ziehen wir doch einfach mal P von sich selbst ab. P minus P ist offensichtlich 0. So, und jetzt schreiben wir für die erste Kopie von P, schreiben wir T minus A hoch M mal Q. Und für die zweite Kopie von P setzen wir die andere Darstellung ein, T minus A hoch N mal H. Und jetzt heben wir diesen Linearfaktor T minus A so oft raus, wie es geht. Na, jetzt geht auf jeden Fall M mal. M ist jetzt nach Annahme unsere kleinere Potenz. Die steckt also in beiden drin. Dann bleibt hier Q übrig und hier bleibt eben das übrig, was eventuell zu viel da war. Also N minus M mal H. Und N minus M ist größer gleich 0. So, dieser Term, der hier steht, ist nicht 0. Das ist nicht das Nullpolynom. Also selbst wenn diese Potenz M 0 gewesen sein sollte, dann steht hier irgendetwas hoch 0. Das ist das konstante 1-Polynom. Und wenn hier eine größere Potenz steht, dann steht hier sogar ein nicht konstantes Polynom. Also dieser Faktor ist nicht 0. In diesem Produkt kommt aber 0 raus. Und zum Glück haben wir uns gerade eben überlegt, dass der Polynomring über einem Körper ein nullteilerfreier Ring ist und daraus folgt, dass dieser Ausdruck 0 gewesen sein muss, wegen der Nullteilerfreiheit.
So, und das heißt natürlich nichts anderes als, dass Q gleich T minus A hoch N minus M mal H gewesen sein muss. Und jetzt schauen wir uns hier oben an, dass das Q das A nicht mehr als Nullstelle hat. Q von A ist nicht Null. Ja, es ist aber A minus A hoch N minus M mal H von A. Es ist also 0 hoch N minus M mal H von A. Es soll aber nicht 0 sein. Naja, das geht natürlich nur dadurch, indem diese Potenz in Wirklichkeit auch 0 war. Weil 0 hoch 0 ist 1. Also mit anderen Worten, dieser Linearfaktor trat dann überhaupt nicht auf. Das ist die einzige Möglichkeit, wie hier nicht wieder A als Nullstelle auftreten kann. Und daraus können wir schließen, N war gleich M. Also alleine aus der Eigenschaft, dass es eine Potenz des Linearfaktors ist, mit einem Kofaktor hier, der das A nicht mehr als Nullstelle hat, können wir schließen, dass diese Zahl eindeutig bestimmt ist für mein Polynom P. Also ist der Begriff einer Vielfachheit einer Nullstelle wohl definiert. Der zweite Teil der Proposition sagt, ich kann die Vielfachheiten sämtlicher Nullstellen simultan abspalten. Also, wenn wir uns die Definition anschauen, wenn ich jetzt eine Nullstelle gegeben habe und ich soll die Vielfachheit bestimmen, dann würde ich eben diesen Linearfaktor, der zu dieser Nullstelle gehört, so oft wie möglich abspalten und mir die Hochzahl anschauen. Wenn ich eine zweite Nullstelle habe und davon die Vielfachheit bestimmen möchte, müsste ich das stattdessen mit diesem Linearfaktor tun und versuchen, die Vielfachheit so oft wie möglich, also diesen Linearfaktor so oft wie möglich abzuspalten, um dann die Vielfachheit ablesen zu können. Diese Proposition, der zweite Teil der Proposition sagt, dass das mit einer einzigen Darstellung geht. Also wenn ich lauter verschiedene Nullstellen habe, A1 bis AK, paarweise verschieden. Und das seien Nullstellen mit den Vielfachheiten M1 bis MK. Das seien die jeweils Vielfachheiten der Nullstellen in meinem Polynom P. Dann finde ich eine einzige Darstellung, wo ich sämtliche Linearfaktoren mit ihrer vollen Vielfachheit auf einmal abspalte. Und das Q hat keins von den AIn mehr als Nullstelle. Das klingt jetzt nach einer ziemlichen Banalität, aber man muss es natürlich, streng genommen, muss man es beweisen. Und das tun wir jetzt. Also, wie geht das? Punkt 2. Naja, wir fangen eben mit dem ersten an. Wir fangen an, P zu schreiben als T minus A1 hoch M1 mal Q-Schlange. Nach Definition von Vielfachheit geht das. Ich finde, weil das A1 mit Vielfachheit M1 auftritt, kann ich diesen Linearfaktor genau M1 mal abspalten. Und das, was übrig bleibt, hat das A1 nicht mehr als Nullstelle. So, jetzt wissen wir, wenn wir in diese Gleichung das A2 einsetzen, kommt immer noch 0 raus. Also, wenn wir in das P das A2 einsetzen, kommt immer noch 0 raus, weil das A2 ja auch eine Nullstelle war. Und wenn wir das hier in diese Darstellung einsetzen, kriegen wir A2 minus A1. Hoch M1 mal Q-Schlange von A2. Die A's waren paarweise verschieden. Also das A2 war nicht gleich dem A1. Das heißt, hier steht sicherlich nicht 0. Und unabhängig von dem M1, wenn da 0 rauskommen soll, hier benutzen wir jetzt nur die Nullteilerfreiheit des Körpers, weil es sind jetzt Zahlen, die hier stehen, wissen wir, dass hier war 0. Naja, und jetzt können wir also das Q Schlange, da können wir einen Linearfaktor abspalten, nämlich der zu A2 gehört. Okay? Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Ich weiß jetzt erstmal noch nicht, dass das wirklich dieselbe Vielfachheit hier ist. Schreiben wir das hier mal als Q2 Schlange Schlange. Ich weiß ja jetzt nur, dass Q Schlange hat immer noch A2 als Nullstelle. Also kann ich diesen Linearfaktor einige Male abspalten, solange bis der Faktor, der übrig bleibt, das A2 nicht mehr als Nullstelle hat. Aber ob jetzt dieses N2 wirklich das gleiche ist wie das M2, also die Vielfachheit der Nullstelle in P, das wissen wir jetzt streng genommen noch nicht, weil wir es ja mit Q-Schlange machen und nicht mit P.
Na gut, das machen wir jetzt aber iterativ. Das Argument kann jetzt wiederholt werden. Jetzt setzen wir das A3 ein in P. Dieser Faktor wird nicht 0, dieser Faktor wird nicht 0. Dieser Faktor muss also 0 werden. Und jetzt iterativ bekommen wir auf jeden Fall mal, dass ich das P schreiben kann als T minus A1 hoch M1. Hier, weil ich damit angefangen habe, weiß ich sogar, dass ich hier das M1 hinschreiben kann. Aber sicherheitshalber, weil es aus Symmetriegründen schöner ist, schreibe ich trotzdem erstmal hier N1. Dann habe ich den nächsten Faktor T minus A2 hoch N2 und so geht das weiter bis zu guter Letzt T minus AK hoch NK. Und es bleibt zum Schluss ein Faktor Q übrig. Und dieser Faktor Q hat nachher kein einziges AI mehr als Nullstelle, weil ich ja alle der Reihe nach immer abgespalten habe und immer mit dem Teil weitermachte, das vorhergehende nicht mehr als Nullstelle hat. So, und jetzt wäre noch die, jetzt habe ich also eine solche Darstellung gefunden. Das P habe ich so faktorisiert. All diese Linearfaktoren treten auf mit gewissen Potenzen. Und das Einzige, was ich jetzt noch überlegen muss, sind diese Potenzen wirklich diese M's? Sind das wirklich die Vielfachheiten? Naja, und jetzt fixieren wir ein I und schauen uns nur diesen Faktor an. T minus AI hoch NI. Und den ganzen Rest packen wir hier hinten rein. Alle anderen Faktoren, also das Q und alle Linearfaktoren, die ich nicht brauche, packe ich da hinten rein. Und jetzt weiß ich, was auch immer das ist, es wird an der Stelle AI nicht 0. Weil es sind ja genau die Linearfaktoren, die nicht zu I gehören. Wenn ich da AI einsetze, kommt nicht 0 raus. Und ist noch das Q dabei und das Q ist ja auch nirgends 0. Das heißt, sie sind lauter Zahlen, die nicht 0 sind, miteinander multipliziert und wiederum, weil der Körper nullteilerfrei ist, kommt hier nicht 0 raus. So, und jetzt habe ich mein Polynom geschrieben als Linearfaktor T minus AI in einer gewissen Potenz mal etwas, das bei AI nicht 0 ist. Und da haben wir gerade eben gezeigt, dann muss diese Potenz wirklich die Vielfachheit sein. Damit ist es schon eindeutig. Daraus folgt mit dem ersten Teil Ni war Mi. Damit sind wir fertig. Also, wenn Sie das übertrieben finden, naja, man muss es eben beweisen, aber letztendlich haben wir gezeigt, also die Vielfachheiten können wir iterativ der Reihe nach abspalten, bis wir die komplette Zerlegung haben. Und an jeder Potenz haben wir wirklich die maximale Potenz, die man rausziehen kann, können also eine Zerlegung finden des Polynoms, wo wir alle Vielfachheiten gleichzeitig ablesen können. Gut, der dritte Teil sagt, ein Polynom hat höchstens so viele Nullstellen wie sein Grad, und zwar selbst, wenn wir es mit Vielfachheiten rechnen. Und das sehen wir einfach jetzt daran. Wir schreiben unser Polynom wie gerade eben. Wir spalten sämtliche Nullstellen, die es hat, inklusive ihrer Vielfachheiten als Linearfaktor ab. Und jetzt rechne ich einfach den Grad aus. Und wir haben gerade eben bewiesen, beim Multiplizieren addieren sich die Grade. Ich kann also dieses riesige Produkt, das hier steht, und hier steht wirklich ein langes Produkt, weil ja bereits hier schon Produkte stehen eventuell, MI als Faktoren, das kann ich in eine Summe verwandeln. Und jeder Linearfaktor hat Grad 1. Dann hat also dieser erste Teil hat Grad M1. Der zweite hat Grad M2. Der letzte hat Grad MK. Und zu guter Letzt muss ich noch den Grad von Q addieren. Also ich habe die Formel benutzt, dass sich beim Multiplizieren der Grad addiert. Naja, und der Grad von Q ist auf jeden Fall größer gleich 0, was auch immer das für ein Polynom ist. Da bleibt also, ist es größer gleich M1 plus plus MK. Da steht also, wenn ich sämtliche Vielfachheiten sämtlicher Nullstellen addiere, kommt höchstens der Grad von P raus. Das heißt sogar, es ist sogar wahr, dass ein Polynom höchstens so viele Nullstellen hat wie sein Grad, wenn ich die Vielfachheiten berechne. Also es ist nicht nur wahr, dass es höchstens so viele verschiedene hat, es hat auch, wenn es eine Nullstelle in einer höheren Vielfachheit hat, kann es weniger andere Nullstellen haben. Also inklusive Vielfachheiten gerechnet, höchstens Grad P viele Nullstellen. So, und jetzt zu guter Letzt folgt daraus sofort die vierte Aussage, wenn der Körper unendlich ist, wenn wir einen Körper mit unendlich vielen Elementen haben, also einen nicht endlichen Körper, dann sind zwei verschiedene Polynome, liefern auch verschiedene Abbildungen. Also das Problem von vorher, dass zwei verschiedene formale Polynome als Polynomabbildung identisch werden, haben wir nicht. Also wenn P ungleich Q verschiedene Polynome sind, dann
definieren sie auch verschiedene Abbildungen. Aber wie wir gesehen haben, für endliche Körper ist das nicht wahr. Naja, und das folgt sofort aus der Anzahl der Nullstellen. Nehmen wir mal an, P und Q wären identisch als Abbildung. Ich schreibe das mal so, P, ich schreibe jetzt hier mal 3, als drei Striche. Damit meine ich, sie sind als Abbildung auf K identisch. Das bedeutet natürlich, P minus Q ist die konstante Nullabbildung. Wenn ich sie voneinander abziehe, ist es an jeder Stelle immer 0. Und das bedeutet natürlich, P minus Q hat unendlich viele Nullstellen als Polynom. Nämlich jedes Element. Jedes Element ist eine Nullstelle von P minus Q und unendlich viele deshalb, weil ich unendlich viele Körperelemente zur Verfügung habe. Naja, aber wir haben ja schon gezeigt, ein Polynom, das nicht das Nullpolynom ist, hat höchstens so viele Nullstellen wie sein Grad. Naja, das können nicht unendlich viele sein, der Grad ist endlich. Daraus folgt also, P minus Q ist auch wirklich das Nullpolynom. Das ist jetzt der Schritt. Sie sind nicht nur, P minus Q ist nicht nur die Nullabbildung, sondern P minus Q ist wirklich das Nullpolynom. Daraus folgt, P war in der Tat dasselbe wie Q als Polynom. Es waren exakt die gleichen Polynome. Okay, also zum Glück müssen wir diese formale Unterscheidung zwischen Polynom und Polynomabbildung nicht mehr machen, wenn wir mit einem unendlichen Körper arbeiten. Da kann es manchmal sinnvoll sein, die eine Sicht und manchmal die andere Sicht zu benutzen. So, das war also dieser Satz. Jetzt definieren wir noch, was es bedeutet, dass ein Polynom über den Körper in Linearfaktoren zerfällt. Naja, wenn man es schreiben kann als ein Produkt von Linearfaktoren. Also wenn ich mein Polynom schreiben kann als irgendein Linearfaktor t minus a1 hoch m1 mal t minus ak hoch mk und eben kein weiterer Faktor mehr übrig bleibt. Jeder einzelne Faktor, der auftritt, ist wirklich von Grad 1, halt eventuell in höheren Potenzen. Dann sagt man, das Polynom p zerfällt über dem Körper k in Linearfaktoren. Dabei ist natürlich wichtig zu beachten, die AI sollen aus dem Körper sein. Der Körper ist fest, deshalb heißt es hier über K, den muss ich dazu sagen, wie wir gleich sehen werden. Das heißt also, das hat genügend viele Nullstellen, es hat sämtliche Nullstellen in dem Körper. Es hat wirklich so viele, dass wenn ich diese Zerlegung mache, inklusive der Vielfachheiten, bleibt kein Faktor übrig, den ich nicht weiter zerlegen kann. Dann zerfällt es. Naja, und es gibt natürlich Beispiele von Polynomen, die zerfallen und Beispiele von Polynomen, die nicht zerfallen. Nämlich das Polynom t² minus 1, wenn ich es als Polynom über dem Körper q betrachte, dann zerfällt es offensichtlich, weil, das hier p nennen, ich kann das p schreiben als t minus 1 mal t plus 1. Ja? Dritter binomischer Leersatz, wenn Sie so nennen wollen, rechnet man sofort nach. Das liegt natürlich auch daran, dass dieses Polynom in Q zwei Nullstellen hat, nämlich die 1 und die minus 1. Also kann ich den Linearfaktor, der zu 1 gehört, das ist der hier, abspalten und den Linearfaktor, der zu minus 1 gehört, das ist der hier, kann ich auch abspalten und aus Gradgründen bleibt natürlich nichts sonst mehr übrig, dann habe ich das also komplett zerlegt. Beide Nullstellen, nämlich 1 und minus 1, haben Vielfachheit 1. So, jetzt schauen wir uns ein anderes Polynom an. Q sieht so aus. Und zwar 1 minus t hoch 4 minus t hoch 5. Wiederum als Polynom über Q. Da kann man jetzt nach ein bisschen rechnen und suchen schon mal eine Zerlegung finden, nämlich t minus 1 zum Quadrat mal t plus 1 mal t Quadrat plus 1. Und hier sehen Sie, dass das Polynom nicht in Linearfaktoren zerfällt. Sie haben hier zwar insgesamt drei Linearfaktoren. Einen mit Vielfachheit 2. Das bedeutet, 1 ist eine Nullstelle in Q mit Vielfachheit 2. Dann haben wir hier diesen Faktor, der sagt uns, dass minus 1 eine Nullstelle ist, aber nur mit Vielfachheit 1, weil wir hier hoch 1 stehen haben. Und dieser Faktor hier hat gar keine Nullstellen mehr in Q.
Das ist also eine Zerlegung über Q, über den Polynomring über Q, wo Sie hier sämtliche Nullstellen in Q inklusive Vielfachheit sehen, aber es tritt ein Faktor auf, der sich über Q nicht weiter zerlegen lässt. Das liegt natürlich daran, weil er keine weiteren Nullstellen hat. Wenn ich den jetzt weiter zerlegen könnte, der hat gerade 1, wenn ich ihn noch schreiben könnte als ein Produkt von zwei Linearfaktoren, dann gäbe es weitere Nullstellen, aber er hat keine. Und da sehen wir also, dieses Polynom Q zerfällt nicht komplett. In Linearfaktoren über Q. Das kann beides sein. Ein Polynom kann zerfallen oder eben nicht. Das zerfällt sozusagen partiell. Es gibt schon einige Linearfaktoren, aber nicht genügend viele. Es kann auch mal sein, ein Polynom, das überhaupt gar nicht zerfällt. Also wenn Sie mit dem hier gestartet hätten, hätten Sie gar nichts machen können. Da kann man nicht mal einen einzigen Linearfaktor abspalten. Das kann auch passieren. Aber, letztes Korollar, wenn wir über den komplexen Zahlen arbeiten, dann zerfällt jedes Polynom in Linearfaktoren. Also jedes Polynom über den komplexen Zahlen zerfällt über C in Linearfaktoren. Und das ist natürlich eigentlich nur eine Umformulierung des Fundamentalsatzes der Algebra, dass jedes Polynom über C immer eine Nullstelle hat. Weil, ich nehme mal an, P ist nicht konstant, dann weiß ich, es hat eine Nullstelle. Es gibt ein A aus C mit P von A gleich 0. Das ist genau der Satz, der Fundamentalsatz der Algebra, den wir in der linearen Algebra bewiesen haben. Jetzt weiß ich, ich kann mein Polynom schreiben als T minus A hoch mal Q. Und jetzt mache ich mit dem Q weiter. Entweder es ist schon konstant. Naja, also, okay, streng genommen, Konstanten haben wir jetzt hier immer unterschlagen. Natürlich kann ich ein Polynom nur dann, hier haben wir im Skript, haben wir es nicht unterschlagen. Es ist natürlich eine Konstante erlaubt. Ansonsten würde das ja nur für Polynome gehen, deren Leitkoeffizient 1 ist, aber mein Polynom darf natürlich einen Leitkoeffizient haben, der steckt in dem C. Also eine Konstante ist immer erlaubt und dann aber Linearfaktoren. So, wenn ich also in der Situation bin, dass das Q schon ein konstantes Polynom ist, dann bin ich fertig. Wenn das Q nicht konstant ist, dann kann ich den Fundamentalsatz der Algebra erneut anwenden auf Q und finde, dass das Q auch wieder eine Nullstelle hat. Und dann kann ich diese eine Nullstelle von Q wieder abspalten und mache so lange weiter, bis ein konstantes Polynom übrig bleibt und dann habe ich im Endeffekt mein Polynom P geschrieben als ein Produkt von lauter linearen Polynomen. Polynome von Grad 1, eventuell mit Vielfachheiten oder eventuell ohne, aber das ist ja egal. Insgesamt habe ich gezeigt, dass mein Polynom komplett zerfällt über C. Aber natürlich benutze ich dafür den Fundamentalsatz der Algebra, die Eigenschaft, dass C algebraisch abgeschlossen ist, so nennt man das auch. Und wenn wir das uns in diesem letzten Beispiel nochmal anschauen, hier, dann kann ich natürlich über Q hier nicht weitermachen, aber über C sehr wohl, weil über C kann ich dieses Polynom weiter zerlegen, das hat die Nullstellen i und minus i. I Quadrat und minus i Quadrat sind beide minus 1, also sind das Nullstellen hiervon, kann ich das hier also weiterschreiben als t minus i mal t plus i. Dieses Polynom hier. Können Sie auch einfach nochmal nachrechnen, wenn Sie es lieber haben. Das ist endlich wieder der dritte binomische Leersatz, der sagt Ihnen, dieses Produkt ist t Quadrat plus 1. Das heißt, über c habe ich dieses Polynom zerlegt in 5 Linearfaktoren. So, und im nächsten Abschnitt wollen wir uns anschauen, wie wir das benutzen können, die Vielfachheiten von Nullstellen und Eigenwerte und Eigenvektoren, um besonders schöne Darstellungsmatrizen zu finden von Endomorphismen. Nämlich zunächst mal fragen wir uns, ob es diagonale Darstellungen gibt.